Ja, ich begrüße euch, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einem neuen Let's Play mit Mafia 2. Halten wir uns nicht lange mit Reden auf, fangen wir gleich mal an mit Zocken, und zwar den Story-Modus. Natürlich ein neues Spiel, das Ganze auf schwer. Natürlich für geübte Spieler, die nach einer echten Herausforderung suchen, also für Moa, für die Zockstation, also für mich, ne? Und dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei meinem neuen Ich zocke und ihr schaut zu. Let's Play mit Mafia 2 wird ein bisschen ruhiger und nicht mehr so aggressiv volles Spiel wie hier. Ja, Kenan Lynch 2. Jetzt kommt erstmal eine Cutscene und wünsche euch viel Spaß. Ja, es regnet. Cool. Das Ganze ist natürlich auch wieder blind, ist ja klar. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Nach Amerika, wohin denn sonst? Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Da bist du aber lang geschimmert. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Allerdings. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Bitte, mach doch, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rangen, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben und ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Aha. Leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Ja, genau. Fahren wir in den Krieg. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Lieber Krieg statt Knast. Oh, Sizilien. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division.
Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Okay. Schön. Okay, Skeletor. Schalt ihn aus. Traditori! Sieht ja schon beeindruckend aus. Di tradirci! Avete pensato male! Headshot! Ja! Ja, erstmal den hier noch. Ist jetzt noch irgendwo einer? Auf mein Zeichen! Oh, es ging noch ganz schnell hier jetzt. Hier raus! Scheiße! Corporal, der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Na großartig, okay. Gut, Williams, ihr hebt das Maschinengewehr aus und sucht nach den Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Hey, Junge, Skeletta, wie hierher. Hier Blut rumliegt und so, das sieht schon heftig aus. Hey, Skeletta, hierher, Mann. Aus. Ja, stress doch nicht, Mann, ohne Witz. Doku, Piccolo. Komm doch schon. Hier ist kein Doktor. Na dann komm. Das Maschinengewehr hätten wir gefunden. Okay, okay. Ah, okay. Wenn du eine Handgranate hast, Kalender, der ist jetzt scheiß angebracht, dich zu werfen. Ja, dann schmeiß ich gleich. Jetzt warte, bis er aufhört zu schießen. Jetzt bin ich gleich tot. Vielleicht drück noch eins. Hä? Na jetzt. Handgranate ins Fenster. Hier. Oh. Scheiße! Das war natürlich nicht so beabsichtigt. Gerösteter Nazi, lecker. Hey, Skeletta, alles dran an dir? Sieht so aus. Da kriegt er einen Arsch hoch, wir müssen weiter. Scheiße. Nimm so viel Munition wie möglich. Ist vielleicht unsere letzte Chance. Waffen. Gib mir alles. Gib mir meine Waffen. Kann ich auch mal andere Waffen haben? Was gibt's auf drei? 2, 3. Oh, was ist das da oben? Ey, wie komme ich da hoch? Ey. Ah. Die da. Ja, Mann. Bisschen Maschinengewehr. Auf der Treppe! Ja, wie das ganze Ding kaputt geht. Was ist das für ein Maschinengewehr? Die Gefangenen haben sie wohl oben. Säubert den zweiten Stock. Skeletta, du gehst voraus. Ja, ja. Warum muss ich immer vorausgehen? Da ist bestimmt ich wieder ein. Warte hier, Mann. Na, guck, guck. Hey, war da noch einer, oder was? Ist hier dein Bein? Okay. Ja, du bist gestorben an der Beinverletzung. Genau. Die Tür, Skeletta. Tritt sie ein. Hallo. Oh, scheiße. Blöder Fixer da drinnen, Mann, ohne Witz. Anscheinend geht's hier entlang. Ja, los. Ist ja gut. Also, ist doch nicht so ruhig, wie ich dachte. Das geht am Anfang richtig gut ab hier. Ihr sollt recht sein, Arschloch. Ey, du Sack. Keine gute Idee, der Balkon. Los, schnell wieder rein. Hey! Du! Rein mit dir, Skeletta! Wir verrecken hier draußen! Oh Junge! Hä? Hey cool, wie es sogar Blutfußspuren gibt. Das ist ja... Ja! Ich mach überall jetzt Blutfußspuren, das ist ja lustig. Los, schnapp dir das Maschinengewehr! Meine Dinge Verbündeten auch. Welches Maschinengewehr? Das Maschinengewehr auf dem Balkon. Ja, das. Okay. Ja, also gut. Da sind noch mehr. Ja, yeah, jetzt geh ich ab. Jetzt wieder! Ich dachte, das wäre ein Open-World-Spiel.
mir das nicht vor. Ja, wie alles kaputt geht. Wow, wie viele. Geil, das gemacht ist. Ey. Was? Das war's. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno spezza la barra! Credi davvero, Don Cao? Questo è finito! Cacetto! Un congè quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagt. Ja, Mann. Ein Mafia-Boss kommt und sagt, legt eure Waffen nieder und alle legen ihre Waffen nieder. Ein Mann. Also, okay. Nur weil er der Don ist. Kapitel 2. Trautes Heim. 2 Jahre später in Empire Bay. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erst mal ein Bier trinken. Gute Idee. Also wenn so die Grafik ist... Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Ist hier bloß so ein Mistwetter. Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Calò. Ohne Scheiß. Don Calò? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosa. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen, ne? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schätzt dich. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist.